Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Alles klar. Wir müssen zu Kokalom, ihm den Fokus bringen. Hyperion wollte den einfach nur haben. Ja. Dachte mir auch so. Okay. Ich höre nicht. Ich will aber vorher schlafen gehen. Also im Dunkeln und wie die da hinten schon so grün-blau leuchten, das sieht mir aus wie Marsmenschen. Das ist nicht so nice. Hier ist doch bestimmt ein Bett. So. Morgen. Außerdem leben die ja eh alle im Kommunismus, da gehört ja eh alles jedem. So. Die Leiter hoch zu Kokalom. Ich weiß nicht, was der mir sagen kann. Und wieso Hyperion nicht das weiß, was Kokalom weiß. Und wieso Kokalom dann nicht der Big Boss ist. Was ich eh schon das Gefühl habe, aber. Herr Wache! Ja. Was willst du? Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut. Mach dich anderweitig nützlich. Hyperion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Was? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Ja, und nun? Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Mhm. Und was? Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Okay. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Mhm. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid, er wird dir helfen. Mhm. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Hyperion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Mhm. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Aha. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf... Ja. Wir sehen uns. Nee. Jetzt will ich mal gerade ganz schnell was nachgucken. Ich habe 1487, ne? Herr Wache, was willst du? Okay. Ah, wir sehen uns. Ja. Weil ich hatte irgendwie ja das Gefühl, ich habe ihm zweimal 500 Erz gegeben, aber wir haben sie ja. So. Ich könnte auch mal wieder stärkere Waffen irgendwann gebrauchen.
Und mein derzeitiges Schwert ist zwar gut, aber stärker geht immer, ne? So. Wir wissen ja, wir müssen mittlerweile vor jedem Händler erwache. Speichern. Ich will mit dir handeln. Gut. So, weil wir haben ja jetzt wieder ganz viele Sachen dabei. Wolfsfälle, hier 20 Flügel. Zähne. Vor allem. Und ja, halt so eine billige Waffe. Das ist schon mal gut. So. 353, da fragt man sich, ob der vielleicht eine Waffe hat. Ich bezweifle zwar, dass er eine bessere Waffe hat, da ich auch nicht davon ausgehe, dass sein neues Inventar quasi aktualisiert wurde. 37, ich habe 1,42, glaube ich, oder so. Ja. Erstmal abwarten. Es wird nicht so, das hat geklappt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Sekret der Minecrawler. Da muss ich muss wieder zur alten Mine. Ah, das ist gut. Dabei weiß ich gerade gar nicht mehr, wo die alte Mine war. Ist. Okay. Und ah, ne, es ist nur die Übersicht zum Sumpflager, das bringt mir ja nichts. Erstmal, dann, okay, dann gehen wir ja den Weg zum alten Lager erstmal und dann zur vom alten Lager quasi zur alten Mine. Beziehungsweise ab dem Punkt, wo ich denke, dass man mich auf der Karte sehen kann. Ja, richtig. In der alten Mine, da waren wir doch schon fast bei den Minecraftern, meine ich mich, wenn ich sogar zu erinnern. Wir waren zwar irgendwie ganz unten, ne? So da im tiefen untersten Geschoss. Aber bis auf eine Parkgarage und ein paar einfache Minecrawler war da doch nichts. Ja doch. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich kann es nicht sagen. Wieso drehst du euch immer um, Dude? Jetzt übernehme ich auch schon die Flori-Sprache. Gottes Willen. Ja. Genau. Jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr weiter. Übrigens, lade ich gerade, während ich hier das Let's Play aufnehme, einen entfernten Verwandten von Gothic runter, nämlich Sekwit 3, was ich mir letztens für, ich glaube, 3 Euro auf Steam erworben habe. Sekwit 3, die meisten fanden es ja nicht so gut. Ich fand Sekwit 2 auch ein super Spiel. Teil 1 habe ich nie gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Aber ich fand Sekwit 3, ich habe es halt immer in den Videos gesehen. Klar, es ist nicht mehr Open World, es ist nicht mehr so lootig. Aber ich fand trotzdem die Grafik und die Story ganz okay. Ich fand das halt nicht so schlimm, wie die Leute es immer zerrissen haben. Da ich ja auch Sekwit 2 zumindest angefangen habe, mal aufzunehmen, irgendwie 4 Folgen. Ich weiß nicht, ob die jemals kommen. Also wahrscheinlich werden diese 4 Folgen irgendwann mal kommen. Ich habe nämlich derzeit das Konzept, dass ich alles, was auf meiner Festplatte ist, hochlade. Egal, ob es ein beendetes, abgebrochenes ETC-Projekt ist, damit ich nicht so Leichen habe. Und die Leichen quasi auf den YouTube-Kanal transferieren kann. Das ist vielleicht der humbleste Begriff. Sind wir da schon auf der Karte zu sehen? Ja. Okay, da muss ich einmal um das komplette Lager herum. Ja, und dann, also ich wollte halt, ne, so die ganzen Projekte hochladen.
Far Cry, Fallout. Na, wobei Fallout ist ja kein totes Projekt. Fallout New Vegas wird auf jeden Fall beendet. Fallout 4 ist mein Ziel, das zu beenden. Also, obwohl, ja, das darf ich so eigentlich nicht ausdrücken. Es ist eigentlich bei jedem Spiel mein Ziel, das zu beenden, außer abgebrochenen. Wie Devil May Cry, das werde ich definitiv wahrscheinlich nie, also eigentlich, nee, ich werde es definitiv nie beenden. Bei Demonicon habe ich überlegt, ich habe letztens gute Preise im Internet gesehen für Demonicon, auf einer, hier mit den DLCs oder irgendwie so. Ja, was ist das mit den DLCs? Ich weiß nicht, Demonicon Grundspiel habe ich, aber... Oder war das DLC, so habe ich ein anderes Spiel gesehen. Vielleicht habe ich ein Drakensang-Spiel gesehen. Das hat ja auch irgendwie mit der, das Auge, der Auge oder so. Hatte Demonicon? Mit dem Dark Eye, genau. Demonicon ist ja mal Dark Eye gewesen. Da... Hab ich überlegt, ob ich dieses Projekt, was ich ja irgendwie nach 10 Folgen beendet habe, vielleicht doch wieder aufnehme. Ich habe das ja direkt nach Release gespielt. Ich habe das war einer der Spiele, wo ich es am Release-Tag veröffentlicht habe. Meine ich? Mich? Oder? Ich meine, das wäre so gewesen. Boah, hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Ja. Natürlich ist dieser Wald auch wieder bevölkert. Und richtig, ja, Demonic. Es war ja im Prinzip kein schlechtes Spiel, nur die Spieldynamik, diese Steuerung und so, das war halt alles andere als ausgereift, ne? Aber ist halt das Problem, wie ich das irgendwie zurzeit auch im Gefühl habe, haben so viele Leute das, wir hatten so vor einem Jahr, irgendwie hatte ich das Gefühl, beginnend oder ausgehend von Sarazar, die Phase, dass niemand Spieler hatte, die er Let's Playen konnte. Und jetzt haben die Leute nämlich alle irgendwie zu viele Projekte auf dem Kanal. So wie ich das immer mitbekomme. Und so geht es mir halt auch. Ich habe zurzeit Skyrim. Es geht ja steil weiter. Fallout New Vegas, was beendet werden muss. Was ja nicht mehr so lange geht. Also keine Sorge, maximal 100 Folgen noch. Ich habe die Sims 4, das immer wieder zwischendurch läuft. Ich muss mein TTT-Projekt noch vollenden. Da habe ich ja ganz viele Folgen, noch 150, die ich alle hochladen muss. Ich habe Fallout 4. Ich habe Far Cry 4, was demnächst starten soll. Minecraft, diverse Projekte, wie allein das die Minispielprojekte, die starten sollen. Sacred 2, die Wizen-Reihe, die ich noch zu Ende machen will. Amnesia. Dark Ocean ist fertig. 2 Folgen. Wieso habe ich die eigentlich noch nicht hochgeladen? Das ist die große Frage. Sowas halt alles. Rage, was ich anfangen wollte. Sacred 2 halt. So viele Projekte, die ich noch im Wunsch habe. Eigentlich ja Gothic 2, 3, 4. Rollercoaster Tycoon 2, was ich spielen wollte. 1 vielleicht auch. Das weiß ich noch nicht so. Ich habe jetzt letztens Rollercoaster 3 durchgespielt. Und ich dachte mir so vom Zeitaufwand. 30 Folgen für Rollercoaster 3. Das wird doch nicht viel weniger oder mehr für Rollercoaster 2 sein. Wieso passiert eigentlich nicht?
Ich versuche mal dieses Spiel zu beenden per Task Manager. Wie ihr seht, ja. Das wieder neu zu starten. Ja. Es gibt halt so viele. Ich habe hier ein. Das sind meine Let's Play Projekte mit den Folgentiteln, die ich derzeit laufen habe. Das sind keine alten. Ihr Mass Effect wird noch kommen. Ist vollständig aufgenommen, wird kommen. FIFA ist ja so ein Zwischendurchprojekt wie Sims. Was habe ich hier denn noch? Die ganzen Call of Duty Teile sind natürlich alle fertig. Kingdoms of Amalur. Horror. Kingdoms of Amalur, das wird auch noch was. Call of Juarez habe ich letztens einfach nur angefangen aufzunehmen. Wildlands Pre-Sequel muss eigentlich auch weitergehen. X-Terran-Konflikt wollte ich auch immer wieder weitermachen. Witcher 3 ist eine Überlegung immer noch wert, das zu machen. Secret 2 ist das ja, da haben wir schon drüber geredet. Daisy soll auch mal wieder so eine Folge kommen nach 0.60 wieder. Und dann die anderen Sachen. GTA 5, die Story will ich immer noch zu Ende machen. Pass of Exile auch. Das dauert eigentlich gar nicht so lange. Wieso beende ich das nicht? Watch Dogs, Super Mario. Also es wird viel auf diesem Kanal geben. Darauf kann man sich einlassen. Aber mal gucken erstmal, wann Gothic hochgeladen wird. Das ist wahrscheinlich auch erst in der großen Zeit. Jetzt funktioniert. Wahrscheinlich auch erst eine große Zeit, bis das dann wirklich kommt. War ja, ne, halt mein Ziel. Man muss auch zum Beispiel denken, ich habe, ich kann ja effektiv nur eigentlich aufnehmen, wenn ich im Semester bin. Ja, wegen Uni. Uni-Bibliothek, ich lerne zwar auch manchmal, wenn Semesterferien sind, aber meistens lerne ich zu Hause, wobei ich das eigentlich mal umstellen könnte. Ich habe halt das Internet in der Uni, ne? Und, ja klar, in der Uni habe ich so eine Rate von, keine Ahnung, 50 ist vielleicht zu hoch gegriffen, 30 GB pro Tag, die ich hochladen kann. Ich habe halt so etwa noch 700 GB oder 600 GB, die ich hochladen muss. Das sind 20 Tage, die ich halt wirklich vollständig in der Uni sein muss. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen, die Rechnung ein bisschen komisch vor. Irgendwie passt das dann nicht so gut. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Warst du nicht aus der Stadt? Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Und woher? Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich versuch's. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay, dann gehe ich halt in die Nebenschächte rein. Möglicherweise findet man da etwas. Alles klar, das ist kein Nebenschacht. Richtig, richtig. Ich mache aber jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.